Die binomischen Formeln. Die erste binomische Formel beginnt so: Man möchte a plus b im Quadrat berechnen. Da eine Zahl im Quadrat, das ist ja die Zahl mal sie selbst. Hier wenden wir jetzt die doppelte Distributivität an. Das heißt, dieses Produkt ergibt a mal a, a Quadrat, plus a mal b, plus b mal a, plus b mal b, b Quadrat. Somit finden wir a Quadrat plus ab plus ba plus b Quadrat. Ba und ab, das ist dieselbe Zahl. Und eine Zahl plus sie selbst, das ergibt zweimal die Zahl. Somit ist unsere erste binomische Formel schon mal bewiesen. A plus b im Quadrat, das macht a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das ist ein algebraischer Beweis. Man kann die Formel auch sehr schön geometrisch beweisen, indem man ein Quadrat nimmt, dessen Seiten gebildet sind durch die Zahl a und die Zahl b. Auch hier die Zahl a, die Zahl b. Für die zwei anderen Seiten dasselbe. Eine Seite des großen Quadrats ist also a plus b. Und somit ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat a plus b im Quadrat. Das ist die erste Seite unserer binomischen Formel. Um den Flächeninhalt des großen Quadrates zu berechnen, kann man aber auch diese vier Puzzlestücke zusammenlegen. Tun wir das? Das erste Quadrat hier hat als Flächeninhalt a mal a, das heißt a Quadrat. A Quadrat. Dieses Rechteck hier hat als Flächeninhalt a mal b und dieses Rechteck hier auch. Diese zwei Rechtecke haben also jeweils als Flächeninhalt a mal b. Und das kleine Quadrat hier unten, dieses da, das hat als Flächeninhalt b Quadrat. Um also den Flächeninhalt von dem großen Quadrat zu bestimmen, a plus b im Quadrat, können wir auch sagen, das ist dieses a Quadrat plus dieses b Quadrat plus dieser Flächeninhalt vom Rechteck zweimal. Das ist ein geometrischer Beweis für die erste binomische Formel, die wir hier schon festhalten. Algebraisch geht es auch sehr schnell, um die zweite binomische Formel zu beweisen. Das ist a plus b Quadrat und das ist a minus b Quadrat. Die dritte binomische Formel entsteht durch ein Gemisch. Wir machen a plus b mal a minus b. A plus b mal a minus b, man kann sofort beweisen, dass dieses Produkt die Differenz dieser zwei Quadrate ergibt, indem man einfach die doppelte Distributivität anwendet. Schauen wir noch die binomischen Formeln. In der dritten Potenz rechnen wir a plus b hoch 3. A plus b hoch 3, das ist zuerst mal a plus b hoch 2. A plus b hoch 2 ist aber gleich zu diesem Trinom. Also können wir a plus b hoch 2 ersetzen durch dieses Trinom, durch die erste binomische Formel. Jetzt wird hier das a verteilt, dann wird noch das b verteilt. Diese Distributivität ergibt dann diesen algebraischen Ausdruck. Und wenn wir hier genau schauen, da haben wir zwei solche Zahlen, a Quadrat b, plus hier ist nochmal eine solche Zahl, a Quadrat b. Zwei solche Zahlen plus eine solche Zahl, das macht drei solche Zahlen. Dasselbe gilt auch für diese beiden Termen da. Und somit erhalten wir unsere binomische Formel für a plus b hoch 3, die wir in der Formelsammlung festhalten dürfen. Auf genau dieselbe Art beweist man, dass a minus b hoch 3 gleich zu dem ist. Hier ändert das Vorzeichen plus, minus, plus
minus. Es gibt noch zwei andere binomische Formen im dritten Grad, und zwar diese und diese da, die jeweils durch Distributivität sehr einfach zu beweisen sind. Vorsicht, Vorsicht! A plus b hoch m, das ist nicht a hoch m plus b hoch m. Schon im Quadrat funktioniert das nicht. Vorsicht, diese Formel ist falsch. Bei a minus b hoch m macht das auch nicht a hoch m minus b hoch m. Auch diese Formel ist falsch. Vorsicht ist geboten.